Da hat das gesehen und ist mit der Geschwindigkeit radikalisiert worden, hat sich dann eine Knarre geholt und ist zum Flughafen, wo er Sicherheitsmann war, und hat amerikanische Soldaten erschossen. Und alle, die so tun, als hätten sie jetzt irgendwie die eine Lösung und packen sie auf den Tisch, die machen sich da einfach zu leicht. Wir machen Fehler, aber es gibt einen größten Fehler, den man nicht machen kann, und das ist nichts tun. Die Grünen wollen euch das Fleisch wegnehmen. Alter, sehe ich so aus? Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Für schlechten Wein? Ja. Sehr gut, ja. Das Leben ist zu kurz für schlechten Deutschland. Sehr gut. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rusa, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, Europa-Runde neigt sich dem Ende zu. Wir haben aber noch die Grünen am Start. Von den Grünen für uns im Gespräch, Omid Nuripur, Chef der Grünen, jetzt in Berlin. Er kommt aus Frankfurt. Wir haben schon mal mit ihm gesprochen, länger her. Damals war er noch in Frankfurt, jetzt in Berlin im Bundestag. Ich bin in den Bundestag reingesneakt für euch und habe mich wie im Flughafen einmal, dreimal checken lassen. Und bin tatsächlich reingekommen zu ihm und wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Wir haben auch über Mannheim gesprochen, wir haben über die Zukunft der Grünen gesprochen, über viele aktuelle Themen auf jeden Fall. Die Grünen können auch gewählt werden, können auch nach Brüssel, Leute. Jetzt zieht euch das Gespräch rein und wir sehen uns auf einer Sendung noch einmal wieder. Bis gleich. Also es war halb Release-Party, halb aber auch wurden auch Reden gehalten und so bla. Und ich habe denen gesagt, also wir haben nur Leute eingeladen, die wir cool finden, mit denen man auch quatschen kann. Jetzt nicht einfach jetzt random Politiker. Und wir dachten da, du warst also ehrlich gesagt der Erste, an dem wir gedacht haben, aber du warst am schwersten zu erreichen. Aber gut, ist halt so. Tut mir echt leid. Jetzt hast du ja... So. Oh man, I'm sorry. Ach, alles nee, gut. Das ist laufend so gerade. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Ey. Ich habe mir das schon gedacht. Ach. Ich gucke mir an, was du so redest in dem Bundestag. Da denke ich mir so, mein Gott, ist nicht mehr so witzig alles, oder? Ey, ist okay. Das ist ein Privileg, weißt du. Jetzt an der Macht zu sein, wie ist es? Es ist ein Privileg. Es ist alles... Ehrlich gesagt, fragst du sowas nachher auch? Wenn du willst, ist es raus. Normal fangen wir immer schon an, so locker. Aber wenn du willst, fangen wir noch nicht an. Nee, wir fangen an, wir können machen. Ja. Also, soll ich deine Frage einfach beantworten? Gerne. Also, ich habe ja schon mal im Parteivorstand gesessen, als wir regiert haben, war nicht Vorsitzender, aber ja. Eine Etage tiefer. Und dann habe ich gesagt, fast alles ist genauso wie damals. Du machst ja abends einen Plan für den nächsten Tag, wachst bei uns auf, schmeißt weg. Und dann rennst du irgendwas anderem hinterher. Es ist körperlich super anstrengend und so, aber es ist ein Riesenprivileg, weil du ja Dinge mitmachen kannst. Du kannst mitgestalten, mitgestalten. Ja, aber ich will mal Unterschiede sagen von damals wie heute. Ja, es gibt zwei Hauptunterschiede aus meiner Wahrnehmung. Vor 20 Jahren waren die Leute nicht so aufgeregt, wie man bei uns in Hessen sagt. Ja. Heute kriege ich 30 SMS. Hast du diesen Tweet gesehen? Ja, nein, egal. Ja. So, warum ist das wichtig? Die Frage stellen sich zu wenig Leute. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass da draußen hat es halt gigantische Unordnung. Also die internationale Lage ist halt sehr bedrohlich. Und das war vor 20 Jahren auch nicht so. Puh. Also es gibt nicht die eine Ordnung, mit der man arbeiten kann, die bricht gerade weg. Mhm. Aber ansonsten, Politik ist wie, keine Ahnung, ist halt Fernbedienung bedient. Du hast halt so und so viele Knöpfe. In die Höhe du kommst, desto mehr ist die Zahl der Knöpfe und die Zeit, die du hast, um die richtigen zu drücken, wird immer ist weniger. Ja. So, aber ansonsten ist so am Ende, wenn du im Kommunalparlament sitzt und über Radwege entscheidest, sind die Prozesse ja genau dieselben. Nur jetzt ist es halt alles dramatischer. Jede Entscheidung ist viel, viel dramatischer. Also ich muss sagen, also wenn ich dir das sagen darf, ich habe es off-camera eh schon gesagt, aber ich höflicherweise vor Kamera mit einem Respekt auch sagen, du siehst echt auch aus wie jemand, der wirklich viel hinter sich hat. Ja, also heute besonders. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, ja. Da sagst du, vielleicht war es auch einfach, ich weiß nicht, ob es Macht und Bundestag ist, vielleicht war es auch jetzt unausgeschlafen. Aber du hast mir damals am Telefon gesagt, nee, wir haben geskypt, da hast du gesagt, ich bin gerade aufgewacht, Leute, und so, du warst irgendwie, oder warte mal, nee, warst du früh, war das früh oder war das spät? Auf jeden Fall hast du gesagt, dass du, und da sahst du aber fit aus. Ich weiß nicht mal, ob es sehr spät oder sehr früh war, aber du warst fit und du warst cool. Aber wir haben, ich glaube, ich bin extra dafür aufgewacht. Das war sehr, sehr, sehr früh in dem Morgen. Sorry, genau. Und stimmt, ich erinnere mich. Aber du sahst fresh aus. Ja, aber es sind ein paar Sachen. Erstens, ja.
Ja, ich habe hart zugenommen vor allem, weil du kommst ja überhaupt nicht mehr zum Rhythmus. Das wollte ich nicht ansprechen, ja, aber ich habe sofort gesehen. Also, warum soll ich nicht drüber reden? Also es ist, das Stress, ist nicht, ne? Gesund und das, ja, ist nicht gut. Das wollte ich gerade sagen, ist doch so. Ist Stress. Ja klar, ich meine, du hast ja keinen Rhythmus. Du rennst ja und immer mal lassen dich deine Leute dann essen, weil es gerade halt passt oder auch nicht und so. Und dann immer schnell, dann ans Telefon. Ja klar, logisch, aber das geht ja vielen so. Und es gibt ja Leute in diesem Job, die nicht so zunehmen wie ich. Die kriegen es ja hin. Also mache ich ja was falsch. Das, ich glaube, verschiedene Leute gehen verschieden mit Stress um. Einige nehmen ab dadurch. Ja klar, aber das ist das eine. Das zweite ist, wir haben halt gerade Wahlkampf und deshalb bin ich auch müde, weil wir touren halt wie irre durch die Gegend. Und ich war keine Ahnung, wie viele Städten schon. Ich komme auch nicht mehr hinterher. Bin froh, wenn ich noch weiß, wo ich bin. Das stresst auch, macht müde. Aber ganz ehrlich, ich war vorgestern Sonntag. Darf ich dir die Zeiten sagen? Oder muss alles. Also vorgestern Sonntag war ich in einem Dorf mit gigantischer Gefahr mit Hochwasser. Und die haben halt irgendwie, da waren die THW-Leute. Und die haben halt da irgendwie wie irre gepumpt und kamen gerade noch so hinterher. Und die hatten so gar nicht geschlafen. Relativ lange. Auch zwar in Schichten gearbeitet, aber das ist, die Leute sind gerade irgendwie, ehrlich gesagt, die, auf die man gucken muss, weil die nicht einfach nur müde sind wie ich, sondern die riskieren ihr Leben. Ja? Mhm. Du siehst ja, Feuerwehrmann ist tot. Polizist in Mannheim, der im Einsatz abgestochen wird, wo man echt einfach ganz anders wird. Das sind die Leute, die sich da echt ein Bein ausreißen und ehrlich gesagt, die riskieren richtig was. Ja, deswegen habe ich es ja einfach nur gut. Ja gut, ich muss ehrlich sagen, jetzt hast du wirklich zwei, drei Sachen angerissen, die sind auch natürlich, das sind ja die Hauptthemen. Diese Mannheim-Sache ist ja auch, also ist ja wirklich eine Katastrophe. Für mich vielleicht mit Migrationshintergrund, du kennst das ja auch, wir sind ja beide Iraner, ist das ja doppelte Katastrophe. Ich denke mir so, mein Gott, jetzt muss ich mich distanzieren, jetzt kommen Leute, habe ich damit was zu tun? Hast du mit Islam zu tun? Ich habe mit diesem Typen ja gar nichts zu tun. Ist ja logisch, aber, ne? Und jetzt erinnert mich das an, du hast 2017 ein Buch geschrieben über, wie gehen wir mit Dschihadisten um? Interessant, ne? Das ist also, das hört, hat sich was geändert seit damals? Im Umgang oder anders? Im Umgang, vielleicht, also gesellschaftliche Wahrnehmung, aber auch politischer Umgang? Also die Gefahr war damals groß, die war nie weg. Die ist aber gut runtergegangen. Ja. Und jetzt stärkt sie halt wieder massiv an. Warum? Hat viele Gründe. Das hat was damit zu tun, dass nicht nur die Dschihadisten, aber alle Extremisten maßgeblich auch andocken können, da wo Leute psychisch nicht so stabil sind. Ja, wie halt auch AfD und so. Ne? Also, ja, also immer extreme Positionen. Ja, aber die Pandemie steckt halt ganz viele Leute noch in den Knochen. Da gibt es so viel. Bei uns in Frankfurt gibt es eine Stelle, die machen Präventionsarbeit gegen Suizid. Ja. Und die sagten mir, in der Pandemie haben die Leute das Gefühl, ihnen fällt die Decke auf den Kopf, gerade im Lockdown. Und jetzt mit der Lage da draußen, mit den ganzen Kriegen, mit der Inflation, mit Dönerpreisen von 8 Euro und all dem und mit dem Rest in den Knochen, was vorher war, haben die Leute das Gefühl, ihnen geht der Boden unter den Füßen auf. Ja. Und da gibt es natürlich auch deutlich mehr Ansprache dann von Extremisten. Und wir haben natürlich die massive Verschärfung der Gaza-Frage. Die auch die Leute sehr bewegt und aufregt. Und dann kommen dann Leute, teilweise einzelne Leute, mit sehr einfachen Antworten, die so nicht wirklich Antworten sind, und sammeln die Leute ein. Und das ist echt bedrohlich. Vor allem, weil die Dschihadisten und die, ich sag jetzt mal, Nazis, die brauchen ja einander, die schauen sich ja gegenseitig hoch. Ja, tatsächlich ist das so. Klar. Die bedingen sich ein bisschen auch. Ja. Das eine Extrem zeigt auf dem anderen und dann schaukeln die sich hoch mit leichten, also mit vermeintlich, so Rattenfängerei, mit vermeintlich leichten Lösungen. Aber jetzt ist ja, aktuell ist ja, also ich will gar nicht so viel darüber reden, aber nur ganz kurz, aktuell ist wieder natürlich, wie diese Reflexpolitik, abschieben, dies, das, Ananas. Es sind ja immer diese reflexartigen Sachen, aber was bewegt sich wirklich, was kann man denn wirklich tun? Also, im Strafgesetzbuch steht, dass nach bestimmten Strafmaßen, einer bestimmten Straftat, man abgeschoben wird. Jetzt werden Leute teilweise nicht abgeschoben, weil es einfach gar nicht geht, weil in das Land kann man nicht abschieben, aus verschiedensten Gründen. Das ist trotzdem nichts Falsches, darüber zu reden. Man kann über alles reden. Klar, aber ich meine, wir kennen nicht alles über diesen Fall in Mannheim. Ja? Also die genaue Motivation war da Teil eines Netzwerkes, gibt es eine terroristische Organisation. Das wissen wir alle noch nicht, der ist ja nicht vernehmbar, Stand jetzt. Hoffentlich kommt da noch ein bisschen Licht rein. Aber
Es ist relativ deutlich, was man bisher liest, der ist mit 15 nach Deutschland gekommen und war kein Radikaler. Und der hat jahrelang hier gelebt und hat geheiratet, hat zwei Kinder, hat auch lange gearbeitet. So. Und der ist jetzt die letzten 12 Monate wohl irgendwie radikalisiert. Und der ist hier radikalisiert worden. Also völlig egal, ob wir den jetzt abschieben oder nicht. Die Frage ist, was passiert in diesem Land, dass die Leute so abgehen? Ja, man muss halt hier, tatsächlich war das auch in einem der Gespräche, die ich hatte, war das eine Vermutung, dass man ja gar nicht weiß, ob er radikal nach Deutschland gekommen ist. Und hier radikalisiert zu werden, ist ja auch easy möglich. Mhm. Man muss ja nur, und ja, das ist ja verrückt. Und dann ist natürlich Abschieben hin und her, wie du sagst. Das ist darf ich mal du hast ja gesagt, ich habe ja zu dem Thema irgendwie relativ viel gearbeitet. Genau. Wir hatten diesen einen Fall bei uns in Frankfurt. Da das war, glaube ich, der allererste islamistische Anschlag in Deutschland, der Erfolg hatte, in Anführungsstrichen Erfolg hatte. Das war ein junger Mann aus dem Gallus. Der hat Fake-Videos gesehen über angebliche Vergewaltigung von amerikanischen Soldaten, wie die afghanische Frauen vergewaltigt. Das war alles Fake. Da hat das gesehen und ist mit einer Geschwindigkeit radikalisiert worden, hat sich dann eine Knarre geholt und ist zum Flughafen, wo er Sicherheitsmann war, und hat amerikanische Soldaten erschossen. Daran erinnere ich mich, Man weiß nicht so genau, wie lange das war, aber die Zeitspanne der Radikalisierung war vielleicht ein paar Wochen. Das ist eine Geschwindigkeit, da wird ja ganz anders. Dagegen zu arbeiten ist nicht so richtig einfach. Und alle, die so tun, als hätten sie jetzt irgendwie die eine Lösung und dann packen sie auf den Tisch, die machen sich da einfach zu leicht. Ja. Nein, also das ist klar, dass es schwer ist. Ich finde halt, dass man generell schauen muss, all over, was ist das Problem und wie können wir das angehen? Jetzt über Migration oder Ausländerverhältnisse, also jetzt über Migration zu reden, ist, glaube ich, das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun, auch wenn es einem so vorkommt, das ist das Ding. Aber ja, das ist interessant, weil du natürlich auch, wie gesagt, ein Buch rausgebracht hast und lange Zeit daran gearbeitet hast. Ich sehe halt, weißt du, was unser Problem ist, haben wir gerade im Auto gesprochen, ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, aber wir haben gerade jemanden gesehen, der bei Welt oder Bild oder keine Ahnung da gesessen hat und als keine Ahnung, sogenannter Islamexperte oder was dann so geredet hat, Hardcore, natürlich Hardcore. Dann habe ich mir gedacht, das ist voll verrückt für uns. Es gibt gar keine Mitte. So, wir sind weder der eine, noch will ich mich vertreten fühlen durch diesen Islam oder wie hieß der? Extremismus-Experte. Beide vertreten mich nicht. Und es gibt ja wohl uns, also meine Wahrnehmung, wir sind ja die meisten, wir in der Mitte so, ich sag jetzt mal in der Mitte, die große wir werden Mitte, echt ja. nicht vertreten. Weißt du, es gibt diese Randränder und es wird entweder gegen Islam gehetzt oder Islamisten machen solche Aktionen. Und wir haben mit beiden Seiten nichts zu tun. Das ist verrückt, dass wir nicht so vertreten werden. Ja, aber ehrlich gesagt, die Antwort darauf ist ja, wenn die Ränder so laut sind, dass man das andere nicht mehr hört. Ja, obwohl das ist die Mehrheit ist, dann ist die Frage, ob die Mehrheit vielleicht nicht zu leise ist. Ja, wir müssen, weißt du, was wir brauchen ist, da hast du recht, wir brauchen, also du kannst ja nicht vom normalen, Anführungszeichen, Bürger, der arbeiten geht, erwarten, dass er jetzt irgendwie, weißt du, das, was wir brauchen ist, oder was helfen könnte, ist eine starke Politik, dass wir, ich sag jetzt mal wir, in der Mitte sozusagen, diesen Druck auch besser ausweichen können oder gar nicht ertragen müssen. Mhm. Weißt du, diese mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, hör mal, ja, ist aber ein langes Thema, gut. Lass uns, ich wollte darüber gar nicht so viel reden. Lass uns mal über grüne Themen reden. Ich meine, am Ende, du warst gerade bei dieser Hochwassersache, sagst du. Ist das eine direkte, kann man sagen, das ist eine direkte Geschichte? Leute, schaut euch an, wir haben euch gesagt, Umwelt, da ist es. Oder ist es, das ist schwierig zu sagen, oder? Nein, es ist Käse zu sagen, dass eine Unwetterart was mit dem Klima. Ja, ist das jetzt nur ein Unwetter? Oder war in den Bildern, sah es wirklich massiv aus. Das ist nicht nur ein Unwetter, nein, das ist richtig. Ja. Es ist, man sollte nie sagen, das ist jetzt passiert, das eine Ding ist passiert deswegen. Aber es gibt halt trotzdem ein paar Dinge, die einfach gerade hart durchschlagen. Erstens, die Zahl ist halt einfach massiv angestiegen und die Extremität dieser Wettergeschehnisse wird immer härter. Mir sagen Leute vom Katastrophenschutz, die haben kaum mehr Zeit zu trainieren oder sich auszuruhen. Wir haben einen Einsatz nach dem anderen. Es wird immer mehr und mehr und mehr und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es halt auch was zu tun hat mit dem CO2 in der Atmosphäre. Also, dass das grundsätzlich zumindest sich verändert. Das sagst du, ich bin da bei dir,
Aber wie verrückt ist das aktuell, das Gespräch, dass die einen auch sagen, oder dass es auch Stimmen gibt, dass es auch wissenschaftlich genau andersrum ist? Ja, aber da sollen Sie mal ein paar Wissenschaftler erwähnen und benennen, die es gibt. Die Zahl der seriösen Wissenschaftler, die auf so einen schmalen Sting kommen, tendiert gegen null. Aber das ist ja nicht nur das, es ist ja auch die ganze Frage, und das ist nicht gestern das passiert. Wir haben Flüsse ohne Ende begradigt, wir haben die Ackerflächen einfach alle umherum irgendwie komplett, also wir haben alles genutzt quasi bis an den Rand, es gibt keine sogenannten Ausgleichsflächen, ganz viele Flüsse sind vertieft worden, das verändert die Geschwindigkeit vom Wasserfluss das wird deutlich größer. Ja, und durch Rodung und so weiter machen wir das ja auch noch. Das wollte ich eigentlich wissen. Ist es von uns gemacht oder ist es tatsächlich die Umwelt? Es gab immer Katastrophen, es gab immer Dürren und Vulkanausbrüche und Erdbeben und Hochwasser. Das ist ja älter als die Menschheit. Ja. Aber wir haben beigetragen, dass es schlimmer wird. Und vor allem sieht man, dass wir dazu beigetragen haben, dass es einfach mehr wird. Und das ist das Problem. Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch an Erfurt. Erinnerst du dich noch an Erfurt? Mhm, klar. Weißt du noch, das Wasser da unten bis zur Telefonzelle? Wisst ihr, was eine Telefonzelle ist? Wir alten Leute. Weißt du, dass das ist jetzt echt eine Geschichte. Mein Vater hat sein erstes Geld gemacht in Deutschland. Ist schon verjährt, kann ich erzählen. Hat er sich einer Truppe angeschlossen, weil er hatte keine Arbeitserlaubnis. Wir waren ganz lange im Asylheim und dann hat er natürlich geguckt, was kann man machen, auch aus Langeweile, nicht nur des Geldes wegen. Weil das war nicht viel Geld. Und dann haben die eine Telefonzelle irgendwie, ich weiß nicht wie, geknackt. Und dann konntest du da nach Hause telefonieren, ohne Geld. Also quasi, ich erinnere mich als Kind, da war eine Schlange. Ja, natürlich. Wirklich, da war eine Schlange, an die erinnere ich mich noch. Ja, ja. Und dann waren da wirklich verschiedenste... Weißt du, wie teuer das war? Ja, das war unnormal teuer. Ich erinnere mich noch an den Fünfer. Erinnerst du dich an den Fünfer? Ja, klar. Den hast du reingeschmissen. Hallo Mama, hui. Ja, das kostet ernsthaft, das kostet irgendwie eine Minute, irgendwie 4,50 Mark. Dadurch sind ja dann später die Callshops entstanden, was dann noch so erträglicher wurde. Aber dann, da waren Menschen, ich schwöre es dir, ob schwarz, gelb, grün, gar alles, verschiedene, haben in Line gestanden und dann haben die da vorne was abgegeben, dann haben die, also da war so aktiv, aber ich weiß es auch nicht mehr, in welcher Form, aber ich erinnere mich daran, dass wir das... Ich würde normalerweise jetzt böse gucken müssen, Politiker und sagen, don't try this at home. Aber ey, wenn ihr eine Telefonzelle findet, dann ruft an und sagt Bescheid. Ja, eine Telefonzelle ist vorbei, das Thema, ne? Ja, ist vorbei. Schade, so eine witzige Dinge. Telefonzelle. Wie sind wir denn mal Erfurt. Erfurt. Im Bahnhof bis zum Telefon. Ja, ich erinnere mich daran sogar, weil... Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und eins der Sachen, worüber ich so geschrieben habe, beziehungsweise wir eruiert haben, war, ob der Gerhard Schröder damals auch Kanzler wurde, weil er da hingefahren ist und weil er das die Wahl groß hat, 22, für sich... 22. Ja, er hat das groß für sich natürlich. Später Lasche das genau andersrum falsch gemacht. Aber ja, deswegen erinnere ich mich an die Bilder. Deswegen weiß ich ja ganz genau, und das waren auch brutale Bilder. Und da hat man noch nicht über Umwelt und so weiter überhaupt geredet. Das war noch nicht so... Großes Thema im Bundestag. Jetzt ist es Thema. Es ist ja ein weltweites Thema. Es gibt Fridays for Future-Bewegungen. Würdest du sagen, also ich meine, es wird sehr, wie du gerade vorhin gesagt hast, auch Twitter und so, es wird sehr emotional auch geredet, aber verändert sich auch was? Tun wir auch was? Umweltmäßig bewegt sich was? Ja, also wir haben jetzt erstmal, also man dieses, es wird unaufhörlich einfach nur weiter CO2 rausgeblasen, haben wir jetzt gestoppt. Und tatsächlich auch Trend umgedreht, sodass wir jetzt anfangen, deutlich mehr zu sparen. Wir sind noch zu weit davon entfernt, das, was es braucht, hinzubekommen. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, aber wir sind auf einem besseren Weg als vor 3-4 Jahren noch. Und echt, ja? Kannst du so ein, zwei Sachen sagen, wie wir es gestoppt haben? Ja, vor allem, große Industrie. Es gibt viel, was man sagen kann, aber der wichtigste Bereich ist das erneuerbaren Energien. Jetzt irgendwie ausgebaut werden wir noch nie. Wir haben im Übrigen, wenn man jetzt... Der Strom aus der Steckdose kommt mittlerweile über 50% an Menge und Zeit aus erneuerbaren Energien. Also Wind, Solar, Geothermie, also ne, die Erdwärme und vieles andere, was gerade gemacht wird, da geht echt deutlich mehr als je zuvor. Und das muss einfach weitergegangen werden. Es ist auch hilfreich, weil es einfach billiger ist.
Und es ist auch hilfreich, weil das in Deutschland produziert wird und nicht man erstmal gucken aber warum muss, ist das Geschrei was Putin so macht. Es ist billiger und es wird in Deutschland produziert. Aber ja. Warum ist das Geschrei dann so hoch? Dauernd so irgendwie ist das Geschrei gegen Grüne ja sehr hoch aktuell. Das ist okay. Es ist halt, muss man halt durch. Das kommen wir, das halten wir aus. Wir machen Fehler. Mir fallen jeden Tag von Fehler ein, die ich selber gemacht habe. Tun nicht so, als wären wir perfekt. Aber wir stellen halt relativ hart vorher raus, es gibt einen größten Fehler, den man nicht machen kann, und das ist nichts tun. Ja. Der größte Fehler, und das sieht man ja, am Anfang der Pandemie, waren keine Masken da, es ist voll einfach nichts gemacht worden, um das aufzufüllen. Die ganzen Lockdown-Maßnahmen, wie die hier durchgeschlagen haben, was alles gefehlt hat, die Leute, die gestorben sind, die Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn Russland die Ukraine angreift? Wir tun erstmal nichts, aber das kann ja nicht passieren. Es passiert mit gigantischem wirtschaftlichem Schaden auch für Deutschland. Und was in der Ukraine los ist, muss ich, glaube ich, nicht erzählen. So. Also nichts tun ist keine Option, also schütteln wir jetzt an den Verhältnissen. Ja. Und das, wenn man schüttelt, dann, das ist jetzt Poetry Slam-mäßig ziemlich scheiße, was ich immer, aber wenn man schüttelt, dann produziert man halt auch Reibung. Und wenn man, und dementsprechend wird es halt heiß, ist halt so. Es ist okay, die Leute dürfen uns beschimpfen, findest dafür du, sind wir da. Findest du... Also ich meine... wir sind nicht dafür da, beschimpft zu werden, oder? Mein oder Gefühl, nein, von meinem Gefühl her... Guck mal, mein Gefühl ist, dass ihr schon sehr viel abbekommt und vielleicht auch überproportional viel, was ihr nicht verdient, so viel. Aber das ist mein Gefühl. Weißt du noch, wie wir das letzte Mal über Fake News geredet haben? Ja. Ich meine, der Ministerpräsident von Bayern läuft rum und sagt, die Grünen wollen euch das Fleisch wegnehmen. Alter, sehe ich so aus? Guck mich mal an. Da wird relativ viel dummes Zeug erzählt und ehrlich gesagt, wir versuchen das... nicht zu erwidern, weil das nicht anständig ist. Das Ding ist ja, meine Idealvorstellung wäre ja, dass Politiker mit Weitsicht, mit Umwelt oder mit auch Zukunft und also mit einem Weitsicht regieren und nicht das sagen, was bequem ist, die ganze Zeit um eine Wahl zu gewinnen. Nun ist es aber nicht so. Du musst ja auch noch Wahl gewinnen. Ja, ich muss Wahlen gewinnen, aber ehrlich gesagt, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das erste Mal frei, ist mir die Tage erst aufgefallen, ja. Ich habe das erste Mal in meinem Leben frei und fair wählen dürfen, da war ich 28. Hm. Da wurde ich ja nicht eingebürgert. Ich durfte vorher nicht einmal... Krass, also so spät eingebürgert wurde. Ja, klar. Crazy. Ich wurde 2002 eingebürgert und die erste Wahl, die ich danach gemacht habe, überhaupt machen durfte, war die Landtagswahl in Hessen 2003. So. Ja. Das ist ja ein Vertrauen, geht um Vertrauen bei all diesen Fragen. Ich kriege Vertrauen nur... wenn die Leute das Gefühl haben, dass ich als Politiker schon nicht finde, dass sie irre sind. Ja. Und die Leute sind nicht irre. Ich muss denen Vertrauen schenken, damit ich welches kriege. Und ich kann einfach nur sagen, und das sage ich den ganzen Tag in meiner eigenen Branche, die Leute sind vernünftig. Tut nicht so, als müsste man die Wahrheit vor denen verstecken. Sondern macht einfach kneift die Arschbacken zusammen, geht raus und erklärt, warum ihr es macht. Versucht zu argumentieren. Dann schreit der andere sagt, finde ich falsch. Der dritte hat vielleicht einen Verbesserungsvorschlag, was so gut ist. Aber lass uns rausgehen und einfach mal reden. Ja, es ist viel bequem. Also viele Leute. Also, und ja, also das habe ich, guck mal, ich sag dir, du bist jetzt fast am Ende unserer Strecke, der Letzte. Vielleicht, wenn wir Glück haben, treffen wir noch den Chef, den anderen Chef, den Lars Klingbeil. Dann haben wir wirklich alle, so gut wie alle gemacht. Wir haben sogar Martin Sonneborn von Partei gemacht. Wir haben ganz kleine Parteien gemacht. Martin ist aber ein cooler Typ, oder? Ich sehe es für alter Frankfurter. Der war in Frankfurt. Ich war relativ jung. Ja. Ich habe den dann laufen getroffen im Gündesburgpark. Weil die haben nämlich Redaktionssitzungen gemacht, die Titanic gemacht. Ah, okay. Und dann ist die ganze Redaktion, vor allem wenn die nicht wussten, was sie machen, das weiß wohl kein Mensch mehr. Wenn die nicht wussten, was sie machen sollen, haben einfach zwei Kästen Bier genommen, sind in den Gündesburgpark gegangen, haben sich hingesetzt, die Bierkästen leer gemacht und dummes Zeug geredet. Und Martin hat quasi die Punchlines aufgeschrieben und damit die Zeitschrift befüllt. Aber auch ein spannendes Gespräch, muss ich sagen. Ich persönlich finde das eine wertvolle Arbeit, die er macht, auch in Brüssel. Aber ich will nur sagen, wir haben alle getroffen und mir wird immer mehr bewusst, mir ist wirklich diesmal viel mehr bewusst geworden, wie sehr die Leute, oder auf der einen Seite, wie sehr es, was unsere Probleme sind in der Politik. Aus meiner naiven Haltung heraus würde ich sagen,
was du gerade gesagt hast, die Leute haben keinen Arsch in der Hose, die haben eher Angst, Wähler zu verlieren, als die Wahrheit zu sagen oder auch unbequeme Wahrheit. Das habe ich so nicht gesagt. Ne? Ja, aber so etwas... Ich habe es positiv formuliert. Wenn du willst, dass die Leute dir vertrauen, musst du Vertrauen haben, dass die Leute vernünftig sind, und das sind sie auch. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch so, es gibt so viele Sachen... Ich habe das letzte Mal, habe ich das Brasilien-Beispiel damals gesagt, ich weiß nicht. Sagst du mal... So. Als Bolsonaro gewählt wurde. Bolsonaro, der seinen Lohn nicht nimmt und so, diese Firma? Nee, das ist eine andere Geschichte. Bolsonaro ist der Ex-Präsident in Brasilien. Ja. Und der Tag, an dem ich, und der war, wow, so relativ viel Fake News, auch systematisch verbreitet. Also der Tag, an dem er gewählt wurde, an dem Tag hat jeder sechste Wahlberechtigte in Brasilien folgende Geschichte geglaubt. Wenn der andere gewinnt von der Arbeiterpartei, dann verbreitet er, dann verteilt er in Kindergärten Milchflaschen mit Nuckeln in Form von Penissen, damit alle Kinder homosexuell werden. Okay? So, jetzt, das ist so krasser Schwachsinn. So. Aber die Frage ist, warum glauben 16-17% der Brasilianer so einen Schwachsinn? Die Antwort ist nicht, dass sie doof sind. Die Antwort ist, die sechs Präsidenten vor Bolsonaro, von denen sind vier wegen Korruption im Gefängnis gelandet. Die Leute haben irgendwann mal ein Vertrauen verloren. Ja. Ich habe einen guten Freund, der irgendwann mal auf den Corona-Demos irgendwie mitgelaufen ist. Und als ich ihn gefragt habe, sagte er, wir werden eh nur belogen. Dann sagte ich, warum sagst du das? Dann sagte er, weil mein Vater ist Iraki und die haben uns ja schon damals belogen, als es darum ging, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hatte. Ich habe eine Ärztin getroffen, die sagt, Corona ist ein Scheiß. Ich glaube kein Wort davon. Die war Ärztin. Ich sagte, wie kommst du darauf? Da gibt es doch Studien noch und nöcher. Ich sagte, ja, stimmt alles. Die Studien sind auch solide. Aber ich habe ja schon mal gesehen, wie die Pharmaindustrie uns bescheißt. So, verstehst du, jeder hat so einen, oder nicht jeder, aber viele Leute haben irgend so einen Bruch oder irgendeinen Riss in der Vertrauensdecke. Und da geht das ganze dumme Zeug hin. Und diesen Riss kriegst du nur gekittet, wenn du einfach Vertrauen aufbaust und wenn du den Leuten einfach vernünftig begegnest. Natürlich ist die Frage, muss nicht Facebook Verantwortung übernehmen oder Instagram oder TikTok wird keine Frage. Ja, aber... Weißt du, ich meine, das ist alles wichtig. Ja, ja. Aber die zentrale Frage ist doch, wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie den Schwachsinn nicht glauben wollen, weil sie halt an anderer Stelle enttäuscht sind. Ja, dass die ein Grundvertrauen zum Staat haben. Guck mal, ich komme aus dem Iran, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber mein Vater hat kein Grundvertrauen zum Staat gehabt. Da gibt es auch diese Bolsonaro-Geschichte, ne? Die mit den Babyflaschen und so. Also die Ajax-Geschichte im Iran ist ja genauso bescheuert. Yeah. Also das ist ja genauso. Yeah. Also da Fake News, die Leute glauben, was verrückt ist, habe ich nie gesagt, trotzdem Knast. Unfertig. Es ist Wahnsinn, aber im Iran kann ich das verstehen. Nur ich muss sagen, ich kann es für deutsche Verhältnisse nicht verstehen, weil die ganz großen Sachen, gab es hier auch schon ein paar Sachen. Es gab auch Contagan zum Beispiel, wenn du jetzt über Medizin oder über Dinges redest. Aber nicht in der Häufigkeit, dass man jetzt alles... Ich meine, die Demokratie macht Fehler, die Leute bauen Mist. Aber das Entscheidende ist doch, dass es aufgeklärt wird, dass die Leute vor Gericht landen. Ja, das ist aber auch ein Problem, ne? Aufklärung, Lobbyismus, Masken. Aber da sind Leute im Gefängnis gelandet wegen der Maskendeals. Im Iran kriegen die Leute in Orden, wenn die anderen Leute auf der Straße abschlachten. Das ist doch der Unterschied. Die Demokratie ist nicht perfekt, aber die Demokratie korrigiert sich selber. Und das ist was Iran, Nordkorea und wie die alle heißen, nicht machen. Jens Spahn ist noch nicht im Knast, oder? Wegen Masken, die meinst du? Nee, aber da ist auch die Beweislage nicht so das. Aber gut, ich will den. Ist der überhaupt noch aktiv? Ja, klar. Nach der nur. Das ist der härteste Kritiker der Koalition. Der erzählt mir jeden Tag, wie doof wir das machen. Ja, und da sage ich immer, sag mal, Jens, damals, weißt du noch, Ja, ich wollte gerade sagen, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Man kann als, das ist ja insgesamt so ein Problem mit Koalition. Ihr seid nun mal in der Dreier-WG so, das ist nun mal dann zu viele Meinungen und dann habt ihr auch noch so einen Kanzler, der sich nicht gerne zeigt, der nicht gerne redet mit uns. Uns meine ich mit uns Bürger. Warum ist das so? Ich soll dir irgendwas mit dem Kanzler erklären, das kann ich nicht. Trefft ihr euch mal hier in den Büro? Ja, wir treffen uns laufend nicht. Ich gehe zu dem in ins Büro und habe einen Termin und wir reden. Und ehrlich gesagt, die Gespräche sind richtig gut und helfen auch. Und wir lösen auch Probleme alle miteinander. Ich habe auch ein super Verhältnis menschlich mit Christian Lindner. Das vielleicht ist nicht beliebt, wenn man das erzählt. Aber es ist wirklich wahr. Ich habe ein gutes Verhältnis zu dem. Ich kann mit dem arbeiten. Aber warum Dinge bestimmt auf eine bestimmte Art von Ideen gemacht werden,
Das muss sie selber fragen. Tut mir, ich kann nur von meiner Rede sprechen. Mit uns ich kann nur, aber ich kann, ich bin der Barber von den Grünen. Ich kann nur für die, ich kann nur für die Grünen reden und nicht für den anderen. Ja, gut. Also, danke, dass du mit uns redest. Aber. Wow. Nein, ich meine, danke, dass du dir Zeit nimmst. Nein, das ist ich meine, wir kennen uns, du machst eine super Arbeit. Alles gut, danke. Ich meine nur deine Show ist aber gut, Mann. Das ist Dankeschön, vielen Dank. Ich meine nur, die meisten, die wir, also wir wollten natürlich auch, wir wollten auch Leute treffen, mit denen wir gar nicht auf einen Nenner kommen, damit wir auch mal diskutieren können. Aber Strack-Zimmermann trifft sich nicht mit uns. Scholz sowieso wahrscheinlich nicht, den haben wir nicht mal angefragt, weil er wahrscheinlich sowieso... Ja, aber Entschuldigung, du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er mit dir nicht trifft, wenn du nicht mal angefragt hast. Das ist nicht fair, Mann. Scholz, da hast du aber recht. Eigentlich hast du recht. Ich müsste eine Anfrage, damit ich es abgesagt kriege. Damit ich und dann kommt wieder, dann gucken wir zusammen in die Kamera. Und dann aber ich finde es halt, guck mal, ich finde, also das musst du mir aber... Wie, siehst du das nicht so? Ich finde, wir haben einen zu schwachen Kanzler einfach, der uns auch durch Krisen emotional führt. Findest du das nicht auch wichtig, emotional? Also wenn ich emotional irgendwo durchkommen will, dann kann ich auch einen Therapeuten nehmen. Ja, okay, ich will auch mit dir jetzt nicht über Olaf Scholz reden, aber ich will nur sagen, du hast vorhin was gesagt, was ich so wichtig finde. Du hast gesagt, man muss auch rausgehen und den Leuten noch was sagen. Ja, das ist richtig und das versuchen wir ja zu machen. Aber ich kann, wie gesagt, nur für meine Leute sprechen. Mhm. Und es gibt halt wirklich Momente, wo man halt das Gefühl hat, es braucht eine Einordnung und dann... nimmt da Robert dann sein Handy und dann macht er ein Video. Ja, ist doch schön. Du musst das machen immer, den Termin? Nö. Du meinst, wir reden viel miteinander. Du rufst direkt Habeck an und dann du rufst direkt den Habeck an. Und dann ich rufe, wenn du willst, rufe ich ihn jetzt an, aber der geht nicht ans Telefon. Mach FaceTime mit Habeck. Nein, das mache ich nicht, weil ich weiß, dass er in einem Termin ist und nicht rangeht. Der ist gerade in der Fraktionssitzung, hergekommen bin. Welchen Politiker hast du noch so auf Direktwahl? Wir müssen haben. Scholz? Ja, die Deutschen habe ich alle, das ist mein Job. Stimmt eigentlich. Welche ausländischen krassen Politiker hast du? Also Obama? Nee. Den Biden auch nicht? Trump? Nein. Aber Biden habe ich mal getroffen. Wie ist das? Da war er Senator. Aber das ist ja lange her. Du hast ja, Iraner mögen Biden nicht. Weißt du warum, ne? Ich weiß warum. Der hat Gelder freigegeben und noch ein paar andere Sachen. Weißt du, was verrückt ist? Aber ich will die Geschichte erzählen. Weil Biden hat eine krasse Geschichte, die kaum bekannt ist in Deutschland. Der war junger Senator in Washington. Der ist ja irgendwo aus New England, ich weiß gar nicht mehr, aber da im Nordosten der USA. Mhm. Und dann gab es, der war in Washington, als es einen Autounfall gab und ich glaube, seine Frau und sein kleiner Sohn sind gestorben. Mhm. Oder Tochter, also sein Kind ist gestorben. Mhm. Ganz furchtbar, tragisch, dramatisch. Und der ist dann ab Ende der 70er, hat später geheiratet, hat dann irgendwie neu geheiratet und hatte auch wieder Kinder und so. Der ist aber jeden Abend von Washington nach Hause gefahren. Mhm. Egal wie es war, der musste abends zu Hause sein. Der hat es nicht ausgehalten, was eine krasse Leistung ist und extrem honorig, finde ich. Und irgendwann mal wurde er angesprochen von der Bahngesellschaft, ob er Lobbyist wird von Amtrak. Das ist diese Bahngesellschaft, die Ostküste lang fährt. Und dann hat er auch noch irgendwie nebenher für Amtrak geworben. So, und ich habe ihn im Amtrak getroffen. Der saß da wirklich nach der Arbeit. Krass. Dann habe ich ihn angelabert und hat er irgendwie so vor seinen Akten hochgeguckt und mit mir geredet. Das ist aber ewig her. Da war er auch nicht Vizepräsident oder so von Obama. Was hast du da gemacht? Ich hatte Dienstreise. Ich bin ja ewig schon im Bundestag. Ja. Und ich habe ja viel gemacht, international, Außenverteidigung, was auch immer. Und da muss man auch in die USA. Und daher habe ich Joe Biden mal so. Witzig. Genau. Ich hab fast eine ähnliche Geschichte. Letzte Woche war ich in New York, habe ich zufällig Trump getroffen. Und? Anders zufällig. Ich laufe Fifth Im Avenue. Nein, der war vorher da. Ich war Fifth Avenue, mache so einen Vlog, ich bin gerade live auf Twitch. Ja. Ich schreie so rum, bla bla bla. Keiner in New York guckt dich an, wenn du rumschreist. Völlig egal. Ja, also, wirklich völlig egal. Dann auf einmal sehe ich so Fernsehkameras, Leute und so. Ich sag noch zu meinem Stream, die drehen glaube ich eine Filmszene hier, weißt du, New York. An jeder Ecke wird eine Filmszene gedreht. Ne? Dann schreiben mir im Chat die Leute, dass auf Twitter gerade es heißt, dass Trump das Gericht verlässt. Yeah. Und ich gucke so, ich stehe vorm Trump Tower, ne? Fifth Avenue, so ganz berühmte Einkauf. Und mehr Leute. Aber Trump Tower ist auf der First Avenue. Fifth, keine Ahnung. Da Billionaire's Row da. Mhm. Keine Ahnung. Dann wirklich wie im Film, ne? Diese GMCs, diese dicken schwarzen Autos, ne? Wirklich 10 Stück, bam, 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 Polizei abgesperrt, er steigt aus, sagt irgendwas, geht so rein
Und genauso schnell, wie das aufgebaut war, war auch so, skrapp, weg. Ja, ja, und alle Leute ja, wieder ja, so. Ja, das kenne ich. Ich so, einfach ja, auf, ja. Bescheuert Trump gesehen. Aber die Amerikaner haben ein krasses Sicherheitsprotokoll für ja, das, wenn das Secret Service draufkommt. Das ist richtig. Ja, das richtig, der, ohne wow. Scheiß, ich habe es auch gefilmt, kein Scheiß. Ja, ja, ja. Typ steht vor mir, guck so. Richtig wie so, wie, so ja. Wie bei Simpsons. So Dings, so, und da steht ja, hier ja, Secret Service. Ja, hab ich hab's gefilmt. Also das ist Wahnsinn. Ich meine, er ist ja auch nicht mal Präsident. Er ist, ja gut, aber du, in dem Augenblick, in dem du quasi nominiert bist, hast du Secret Service ja, okay. Quasi fürs ganze Leben. Ja. Hast du eigentlich auch sowas? Hast du so LKA-Leute, die mit dir sind? Ich hatte sowas immer wieder. Ich kann das BKA immer anrufen. Ich bin Bundestagsabgeordneter. Ja. Ja. Und die schauen sich über die Lage an und überlegen, was sie... Aber die kommen nicht immer mit dir, wenn du Auto fährst? Es gibt phasenweise. Ja. Es gab es immer. Ich hatte auch mal, man nennt das eingestuft. Ich war auch schon mal eingestuft und nun hatte halt Tag und Nacht irgendwie Leute, die mit mir rumgegangen sind. Das war eine dschihadistische Bedrohung. Ach, tatsächlich? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt einen... jetzt habe ich den Namen vergessen. Iranischer Rapper. Der, ich kenne nur iranische Rapper, die im Gefängnis sind. Naja, lass mich in Ruhe, Mann. Ja. Ich meine nicht Tumaj und so, sondern ja. Iranischer Rapper, der auch nicht mehr rappt. Ist mir jetzt echt peinlich, dass ich den Namen gerade nicht, weil ich bin einfach zu müde. Der hat einen Song gemacht, hat sich eine Fatwa eingefangen. Und hier in Europa oder in Deutschland? Da hat das Lied Deutschland. Da, wir haben darüber eine News gemacht bei genau. NFT. Doch, also, doch. Das war Marie, das Lied ist richtig. Ich erinnere mich an die Story. Ja. Richtig gutes Lied. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie das irgendwelche religiösen Gefühle verletzen sollte. Der schreibt quasi einem heiligen Nari, ja, ja. Dem siebten Imam der Schiiten, einen Brief, wo er sagt, schau dir mal, wie dreckig das hier ist, hier im Land. Und, für die Leute musst du wissen, Fatwa ist so eine Art... Fatwa ist erstmal nur eine religiöse Weisung. Fatwa kann auch heißen, du darfst bestimmte Fischarten nicht essen. Okay. Aber in Deutschland kennt man das quasi als geht hin und tötet dich. Genau. Also diejenigen, es gibt eine Fatwa auf Salman Rushdie. Das ich wollte gerade sagen, das Einzige, als Iraner, der 86 nach Deutschland gekommen ist, kenne ich nur die Fatwa gegen Salman. Es gibt mehr. Und wie gesagt, er hat sich einen eingefangen. Ich sag gleich, wie der heißt, weil das ist echt peinlich. Wir haben darüber einen Bericht, bin mir sicher. Der hat ziemlich geniale Lieder gemacht. Ich mag den sehr. Und dann kam er nach Deutschland, hat sich versteckt. Und dann hat er... Ach so, der kam aus dem Iran hier hin. Ja, ja, ja. Okay, und okay, nee, der hat das Lied schon hier gemacht. Mhm, der war schon geflohen. Und wo ist denn das hin? Bin ich blöd oder was? Shahin Najafi. Shahin Najafi. Shahin Najafi hat... dann hat er quasi im Versteck mit der Hilfe von einem deutschen Journalisten und einem Verlag... quasi ein Buch geschrieben über die Situation und das Buch ist zur Hälfte quasi eine Situationsbeschreibung, wie es ihm geht und die andere Hälfte sind seine Lyrics. Lyrics. So kaputt. Lyrics. Lyrics. Und ich habe halt, also ich habe eine relativ gute Übersetzung, aber die Übersetzung war halt nicht so richtig Rap-Style und ich habe die nochmal überarbeitet und ich habe vor allem zu jedem Song noch einen Erklärkasten geschrieben und ich habe ein Vorwort geschrieben für das Buch. Ah, und das Buch dann, heißt Wenn Gott schläft. So heißt nämlich ein Buch ein Lied von Shahin Najafi. Und danach gab es dann Aktivitäten, die das BKA haben zur Annahme verleiten lassen. Ich wäre jetzt auch Teil des Fatwas. Und dann hatte ich halt wirklich sehr lange Tag und Nacht. Es ist relativ tough gerade, weil die sehr genau hinschauen und zuweilen wirklich relativ viele Sicherheitsmaßnahmen mitschicken müssen. Mhm. Aber so Tag und Nacht ist gerade nicht. Und ich bin ehrlich gesagt total dankbar. Ich rede ehrlich gesagt auch nicht viel drüber, weil das macht es nicht besser. Ja, und vor allem... Ist ja kein Statussymbol, wenn du Bodyguards hast. Ne? Das heißt eigentlich, dein Leben ist im Arsch. Das heißt ja eigentlich, du hast ein Problem. Ich weiß es, Mann, deshalb sage ich es ja. Das geht doch, ich weiß es auch, Mann. Aber ich bin ein harter Typ, alle hassen mich, ich habe Bodyguard. Nee, Mann, das ist uncool. Wenn du eine Familie hast, es ist einfach nur Dreck. Nee, ich wollte gerade sagen, es gibt ja einen bekannten Rapper aus Berlin, der genießt auch Polizeischutz. Aber ich wollte sagen, tatsächlich... Ist er nicht in Dubai? Jetzt ist er in Dubai. Warum bezahlt er seinen Polizeischutz? Du bist ja Staat. Den Dubai bezahlt man nicht im Polizeischutz. Ja, der kommt immer hin und hat den dann immer wahrscheinlich. Nee, der macht vor allem immer weiterhin diese schlechten Tracks, Mann. Das ist so übel, ey. Und dann kassiert er sich auch noch einen Redis. Der ist auch noch schlecht. Weißt du was? Und ich sitze dann und sag mal, könnt ihr mal bitte irgendwie mal euch hinsetzen? Es gibt Reimlexikone. Ja, hockt euch hin und schreibt drei Lines, die sich reimen, bitte. Nee, der gibt wirklich einen F*** auf seine Fans. Der ist das Ding. Aber worauf gibt er denn was?
Eigentlich bei RTL macht jetzt nur noch so diese Family-Doku. Guck mal, das Thema wechseln. Ja, ich wollte nur sagen, weil es gibt ein sensationelles Zitat von Goethe, ja. Das heißt, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Für schlechten Wein? Ja. Sehr gut, ja. Das Leben ist zu kurz für schlechten Deutschland. Sehr gut. Lass mich dir nur sagen, ich wollte eigentlich wirklich, wie ihr von mir gewohnt seid, einen scherzhaften machen, nur ich muss ehrlich sagen, tatsächlich würde ich das ja jetzt schon fast wegen dieser ganzen Mannheim-Sache und so, das schon voll ernst nehmen irgendwie. Also weißt du, wenn mir jemand schreibt jetzt, hey, Umid, hör mal zu, BKA ab jetzt 3 Wochen, weil da ist was, da habe ich ja voll Angst kriegen jetzt. Weil ich hab 3 Sorten von Hate-Mail, die ich so kriege. Ja. Die allermeisten sind lustig. Die sind so doof, die sind lustig. Kennst du mal die beste aller Zeiten, die ich je gekriegt habe? Wir beide so, ne? Ja. Du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Ja. Ihr Chinesen aus Japan, ihr nervt mich. Ja. Also, wow, so. Ja. Zweite Kategorie ist halt wirklich, wenn es dann irgendwie so gegen Familie geht und so, wo du dann echt merkst, das ist echt schwer auszuhalten. Ja. Und dann hilft mir, wenn ich mir denke, hey, die schreiben das, damit ich meine Arbeit nicht mache. Das Einzige, was ich dagegen machen kann, ist, ich mache einfach meine Arbeit. Ja. Und das Dritte ist halt Volksverhetzung, Bedrohung. Ich habe gestern Todesdrohungen mal wieder gekriegt. Und die werden zur Anzeige gebracht und die gucken sich halt sehr genau an. Was jetzt mal zu diesem Punkt. Ne? Wir bekommen, wir sind halt Social Media unterwegs, wir arbeiten da. Ich würde sagen, dass wir, weil wir in der Hip-Hop-Szene sind, ist es bei uns vielleicht noch am rauesten so. Wie ich immer sage, ein fliegt schnell. Aber Todesdrohung. Du kennst Mike Crush? Mike Crush? Ja, du kennst nicht Mike Crush? Mike Crush ist einer der besten Rapper. Ist auch schon 100 Jahre her. Aber der hat dazu ein sensationelles Lied gemacht, das heißt Uhrentöne. Uhrentöne. Ah, okay. Und dann geht es die ganze Zeit um eine Uhr und noch eine Uhr. Das ist super. Aus Frankfurt? Ja. Also Dietzebach, aber ja. Ich weiß es gerade nicht. Aber ja. Mike Crush. Grüß dich, Mike. Ich kenne aus Frankfurt nur Ton. Du kennst nur Ton? Azad, Haft. Ja klar, Ton habe ich in der Haft ist auf der Wäsche. Aber du kennst nicht Nordmassiv, du kennst nicht. Ich meine, er kommt. Du kennst nicht. Ich kenne alles. Alter, was geht mit dem hier? Ich kenne alles. Nur Mike, weiß ich jetzt nicht. Das kennst du auch nicht mehr, ne? Mike Crush ist uralt. Vielleicht kenne ich es deswegen nicht. Aber wir kennen viel. Paul One und so. Mann, Bruder, rede. Wir kennen alles. Ich weiß. Aber deshalb bin ich ja verwirrt. Aber ich muss sagen, dieses tatsächlich was Ernstes ist ja okay. Was weiß ich, Todesdrohungen und so weiter von einem anonymen Account. Wann kann man denn da mal was gegen machen? Weil du sagst, zur Anzeige bringt. Wie denn? Ja, das ist eine Drohung, das ist eine Straftat. Ja, aber wie kann man das zur Anzeige bringen? Das ist ja eine anonyme Account. Formular bei der Polizei. Die Polizei. Was können die machen? Die gucken, ob die IP-Adressen sich anschauen können. Die gucken an, wo also das hat das. Kennst du die Folge von Jan Böhmermann, wo er aufgedeckt hat, dass absolut gar niemand, also wenig in Deutschland Polizei was machen kann? Der hat alle von jedem Bundesland die Polizisten angeschrieben, mit einer Online-Geschichte und geguckt, wie weit die kommen. Und ich glaube, nur einer oder zwei haben überhaupt geantwortet. Ich kenne die Folge nicht, aber es ist richtig, dass nicht alles läuft. Ja, also online sind wir wirklich in der Wüste. Ja, und vor allem die Polizei ist ja komplett personell einfach, die sind ja nicht, ich meine, die haben über 20 Millionen Überstunden. Ich glaube nicht, dass die da sitzen und sagen, kein Bock. Ich glaube, die schlecht bezahlt sind. Ich glaube, dass die sind zu wenige viel zu tun kriegen. Und ich glaube, dass das digitale Ding die völlig übermannt. Aber das liegt nicht an mir. Nee, ist Politik. Richtig. Ja, ist richtig. Macht was. Nee, das ist richtig. Ja, ich denke auch voll oft, denke ich, dass die Polizisten, also was ich glaube, um jetzt gar keinen Fass aufzumachen, Polizei braucht alle paar Monate, brauchen die sowas wie Therapiestunden free vom Staat, die brauchen mehr Geld, die brauchen mehr Urlaub, damit die eben besser mit den Leuten umgehen können. Also ich glaube einfach, dass die, wenn du mal ein Video siehst, wo ein Polizist völlig ausrastet, dass er aber völlig überarbeitet ist einfach, damit mit der Situation nicht umgehen kann. Ich sehe schon, hier geht's um. Wir gucken böse Leute. Musst du böse. Sag mal zu wem, du musst Scholz, Habeck, Annalena, Ich muss ehrlich gesagt. Sag mal was Krasses. Ich erfinde eine geile Geschichte. Ich soll eine erfinden. Ja, stimmt, das mit Scholz. Wir rauchen Zigarre im Oval Office. Macht ihr nicht, ne, sowas? Leider nicht. Ich habe keine krasse Geschichte. Ich habe einen. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ist Politiker sein langweiliger, als man denkt, dann? Es ist ehrlich gesagt, die spannende Sache. Sehen ja nicht irgendwie im Kanzleramt abhängen.
sondern spannende Sachen sind, wenn du mit Leuten diskutierst. Wenn du mit den Leuten einfach, wenn du erzählst, ich habe gestern das und das gemacht und dann fangen die an, mit dir zu diskutieren, warum was falsch ist. Wenn du dich erklären musst, wenn du das Gefühl hast, da hat jemand eine Idee, die ist besser als deine und nur du kannst deine verbessern. So, das ist richtig geil. Und ehrlich gesagt, gerade als einer, der ich viel rumgekommen ist auf der Welt, gerade auch, du kennst das, ich muss mich mit Krieg beschäftigen, seit ich 5 bin. Ja. So. Da weißt du, was Wesentliches. Da weißt du, warum du das machst. Dann weißt du, dass ganz viel, was auch in der Berliner Blase oder an irgendwelchen Trends laufen in den Socials, dass das nicht so wichtig ist, wie wenn man irgendwie doch ein Blutdruckgerät nach Libanon schickt und damit hilft, dass ein Kind seine Niere behalten kann. Ja, also das ist, man weiß ja, ich erinnere mich an deine Nierengeschichte. Ja, ich wüsste auch das habe ich übrigens ein paar Mal schon erzählt. Die hat mich wirklich mitgenommen. Ich war selber nierenkrank auch und deswegen und die Geschichte ist mir im Kopf geblieben, dass man in der tiefsten, schlechtesten Situation des Menschen, dann kommt noch einer und zieht dich ab. Das ist ja unglaublich. Ja, aber wie gesagt, du kannst ja was dagegen tun. Ja, schon. Und das ist halt, das ist geil, das ist einfach genial. Und deshalb ist es nicht langweilig. Gutes Schlusswort, okay. Omid, danke dir. Vielen Dank, Azam. Khel Mamnun. Freunde, wir sehen uns im Outro gleich wieder. Ciao. Freunde, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Gespräch so gefallen. Keine Ahnung, schreibt mir mal in die Kommentare. Grüne kriegen natürlich, werden viel gebasht. Ist das was für euch? Würdet ihr die wählen oder sagt ihr, nee, scheiße? Schreibt mir mal in die Kommentare. Genau, nur dass ihr wisst, Omid ist natürlich nicht auf dem Weg nach Brüssel zum Wählen, der ist nicht auf der Liste, aber die Spitzenkandidaten für Brüssel waren alle sehr zeitlich, also es hat einfach nicht geklappt für uns auch organisatorisch, die zu treffen, deswegen bin ich froh, dass Omid sich Zeit genommen hat für uns. Aber wir dachten auf jeden Fall, Grüne müssen, also wir haben ja versucht, alle Parteien zu kriegen und alle Relevanten, alle Großen, aber auch natürlich viele Kleine haben wir ja auch gemacht, habt ihr gesehen. Und ja, genau, schreibt mir die Kommentare, Freunde, und vergesst nicht, Sonntag am 9. ist Wahltag, wählt, lasst nicht die Extremisten das in den Händen fallen, geht wählen, schaut euch Wahl-O-Mat an, schaut euch meine Folgen an, lernt die Leute kennen, denkt genauestens drüber nach und geht wählen, das ist schon wichtig. Freunde, macht nicht immer diese lästern und dann nicht wählen gehen, das bringt dann auch nichts. Freunde! Auf Schachbasis sehen wir uns in einem der nächsten Streams, Gangzeichen auf Twitch oder auf einer der nächsten Was-Los-Folgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie immer, seit 100 Jahren. Schreibt mir in die Kommentare, mit wem ich mich noch treffen soll, mit wem ich quatschen soll. Abus Eisen, Freunde, wir sind raus. Sklave.